Die Entwicklung des Ursprungsvorbildes geht in die 50er Jahre zurück, als die DB kleine Rangierloks benötigte. Knapp 1000 Maschinen wurden insgesamt gebaut, beteiligt daran waren so gut wie alle namhaften deutschen Lokomotivhersteller. Im Laufe der Jahre wurden an den Maschinen zahlreiche Veränderungen vorgenommen, was auch geänderte Baureihenbezeichnungen zur Folge hatte. Nach ihrer sukzessiven Ausmusterung wurden einige Loks an diverse europäische Staatsbahnen verkauft. In Deutschland gerieten viele in den Besitz von Privat- und Werksbahnen. Eine davon, Vorbild dieses Trix-Modells, arbeitet heute für die Firmengruppe Max Bögl, die ihren Stammsitz in Neuenmarkt hat und die nach eigenen Angaben zu den 5 größten deutschen Bauunternehmen zählt. Die Lok ist eine originäre Märklin-Entwicklung, deren Grundmodell auf Anfang der 60er Jahre zurückgeht. Wie das Vorbild durchlief es zahlreiche äußere Veränderungen, nur die Gehäusebefestigung mittels einer Schraube durchs Dach ist geblieben. Und das Innenleben mit einem Trommelkollektormotor sowie einem besonders unter Last lauten Stirnradgetriebe blieben gleich. Und wurden früher alle festgelagerten Achsen über insgesamt 7 Zahnräder angetrieben, wirkt heute das Getriebe nur noch über 3 Zahnräder auf Blindwelle und hintere Achse, die mittlere Achse ist beweglich gelagert. 4 Zahnräder weniger sind in der Herstellung sicher preiswerter, die Räder der höhengelagerten Achse schlingern jedoch heftig in der Großaufnahme deutlich zu sehen. Begeisterung kann beim Anfahren der Lok aufkommen, sie setzt sich ruckfrei in Bewegung und rollt in der langsamen Fahrstufe ohne zu zittern für eine Rangierlok sehr begrüßenswert. Ebenso begrüßenswert ist die Funktionsfähigkeit der beiden Kupplungen vorn und hinten. Der Sound lässt sich dabei nicht abschalten. Ebenfalls sehr positiv schlagen die tadellose Verarbeitung und die ebenso tadellose Bedruckung zu Buche. Von Zugkraft lässt sich bei diesem 209 Gramm schweren Trix-Modell nicht reden. Es beginnt beim Anfahren bereits bei 16 Gramm im Gewichtebecher zu schleudern, 22 Gramm signalisieren Ende der Fahnenstange.
Grund dafür sind die komplett fehlenden Haftreifen und weil die Räder der mittleren, beweglich gelagerten Achse zur Traktion nichts beitragen. Die Lok ist eine Vertreterin der aktuellen Epoche 6. Der Auslauf des Modells beträgt aus mittlerer Geschwindigkeit beim Drücken der Stopptaste ca. 3,5 cm, bei Höchstgeschwindigkeit sind es rund 11,5 cm.